Jo Leute, ich bin's. Heute mal wieder mit einem Video hier zu Hause. Und ich hatte ja bereits ein Video zu meiner Fußballschuhkollektion gemacht. Und deshalb sind jetzt meine Fußbälle. Ja, ich zeige euch heute mal meine Bälle. Sag euch, welcher von denen so mein Favorit ist. Und ihr müsst auf jeden Fall bis zum Schluss dranbleiben, denn es gibt eine kleine Verlosung, da jetzt Weihnachtszeit ist. Und ja, fangen wir direkt an. So, als ersten Ball habe ich mir mal hier den Brazuca rausgesucht. Das ist der Ball von der WM 2014 und ich habe von denen auch zwei. So, genau, meine beiden Brazucas, wobei ich sagen muss, der eine gehört dem Falk, nur er lagert seine Bälle irgendwie immer bei mir. Also einer dem Falk, einer mir. Auf jeden Fall Brazuca, ziemlich geiler Ball, so zum Curven und so. Auch so das Gefühl, also zum, sag ich mal, wenn man ihn im Spiel benutzen würde, ist ziemlich nice. Und ja, mir gefällt er auf jeden Fall. Zum Flattern ist er jetzt nicht so krass geeignet, aber auf jeden Fall ein ziemlich geiler Ball. So, mein nächster Ball ist ein bisschen, ja, voller Technik, sag ich mal. Und zwar ist es der Adidas MyCoach Smart Ball. Den habe ich mir irgendwann im September gekauft. Und mit dem kann man halt so seine Freistöße verbessern. Es gibt auch so einige Challenges, so Freistoß-Challenge, Schusskraft-Challenge. Außerdem habe ich zu dem auch ein Video, also eine Challenge gemacht. Die verlinke ich euch dann auch direkt mal. Und ja. So, der Ball, der jetzt kommt, ist noch relativ aktuell. Und zwar ist es der Ball von der Euro 2016, der Beaujeu, zu dem wir auch einen ausführlichen Test gemacht haben. Und an dem Ball gefällt mir auf jeden Fall, dass er ziemlich gut, sag ich mal, in der Luft liegt. Er liegt sehr stabil. Man kann mit ihm sowohl flattern als auch gut curven. Und er ist ziemlich weich. Also bei Annahmen und so hat man ein ziemlich gutes Ballgefühl. Und so für Spiele ist er eigentlich auch top geeignet. Ja, auf jeden Fall Beaujeu, ziemlich geiler Ball. So, als nächstes kommt so eine Art Ikone unter den Bällen. Und zwar ist es der Jabulani von Adidas. Ja, das ist meiner und der ist ziemlich am Arsch, wie man hier sieht. Der hat ein Loch und ja, es war früher mein Lieblingsball, weil man konnte mit dem Ding einfach nur geil flattern. Und diese Teile sind einfach nur krass. Der ist von der WM 2010. Die war ja damals in Südafrika und dementsprechend, okay, er war mal weißer und bunter, aber er sah, als er noch neu war, sah er noch sehr geil aus. Mittlerweile sieht er nicht mehr so gut aus und ist auch nicht mehr spielbar, aber ich habe ihn aufgehoben, weil es einfach so ein richtig geiler Ball ist. Das ist auf jeden Fall der Jabulani. So, den nächsten Ball, den ich habe, den benutzen wir gerade für ein aktuelles Video. Und zwar ist es hier der Nike Reflect. Den habe ich mir damals in London gekauft, als wir auf Schulfahrt waren. Und ja, man merkt, dass es einfach kein normaler Ball ist, der so aus Kunststoff besteht, jetzt wie halt die ganzen Matchballs. Und diese kleinen Noppen hat. Das ist eigentlich ein ziemlich handelsüblicher Ball und der ist wirklich perfekt für die Straße geeignet. Also auf jeden Fall mal im nächsten Video abchecken, da spiele ich mit dem. Ja, kommen wir zu meinem nächsten Ball und das ist der Champions League Ball von 2010 aus dem Finale. Und ja, ich muss echt sagen, der Ball ist richtig geil. Er ist zwar ein bisschen kaputt, weil irgendwie die Luft immer rausgeht, aber egal, man kann noch mit schießen. Ich habe mit dem Ball schon wirklich einige krasse Schüsse rausgehauen. Der ist halt wirklich eigentlich nur zum Knuckeln gedacht, so zum Curven eher nicht so. Ja, also Champions League Ball 2010, auf jeden Fall krasser Ball. So, kommen wir nun zu einem weiteren Favorit von mir, wenn nicht sogar mein Top-Favorit. Und zwar ist es hier der Bundesliga-Ball von 2010. Und zwar mein Favorit, weil es im Grunde genau der gleiche ist wie der Jabulani, sieht nur anders aus und ist einfach nur richtig geil zum Nacken geeignet. Von dem habe ich auch gleich zwei. Einfach nur richtig geile Bälle, kann ich nur weiterempfehlen. Absoluter, ja, Must-Have-Ball für einen Football-YouTuber. Und ja, eigentlich so mit einer meiner Lieblingsbälle. So, als nächstes habe ich diesen Ball, den Nike Ordem. Ich glaube Version 2. Und zwar denke ich, dass der zum Schießen eher nicht so geil geeignet ist, vielleicht zum Curven. Aber so als Spielball ist der eigentlich ziemlich geil. Nike sagt ja, dass dieses Gelbliche und diese Neonfarben den Ball im Dunkeln besser sichtbar machen. Ich denke mal, es ist viel Marketing, aber auf jeden Fall ziemlich geiler Ball zum Spiel. Aber nicht so geil für einen Fußball-YouTuber. Aber ja, das ist der Nike Ordem. So, machen wir weiter mit einem meiner neueren Bälle. Das ist der New Balance, keine Ahnung, Furin Ball oder so. Auf jeden Fall, ja, es ist auch ein Spielball. Er ist ziemlich hochwertig verarbeitet, muss ich sagen. Ich schieße mit dem jetzt persönlich nicht so krass gerne. Keine Ahnung, irgendwie wirkt er für mich so ein bisschen kleiner und schwerer. Aber an sich ist es ein cooler Ball, finde ich. So, machen wir weiter mit meinen beiden Derby Stars. Und das sind einfach absolute Trainingsbälle. Ziemlich bekannt, denke ich mal. Ja, zum Spiel sind die nicht so geil, aber wie gesagt, fürs Training kann man die Dinger auf jeden Fall benutzen.
Den habe ich auch in einem Freestyle-Video benutzt gehabt. Könnt ihr auch mal abchecken. Ja, auf jeden Fall Derbystar. Ich benutze ihn eigentlich kaum, aber ja. Derbystar. Kommen wir zum letzten Ball und gleichzeitig zum Gewinnspiel. Und zwar ist das dieser Ball. Das ist so ein Trainingsball aus diesem Neymar-Pack, als er seine Hypervenoms hatte. Und den haben wir auch in unserem Video zu dem Hypervenom Phantom X Proximo Neymar Edition, bla bla bla. Ihr wisst schon, das Video, das mittlerweile über 1 Million Aufrufe hat, verwendet. Und ja, der Ball ist benutzt, aber ich will ihn an einen von euch weitergeben. So, alles was ihr dafür tun müsst, sind 3 Schritte. Und zwar erstens dieses Video liken. Zweitens den Hashtag SportyTV Giveaway in die Kommentare posten. Drittens uns auf unserem Instagram-Account folgen. Und den verlinke ich euch in die Beschreibung. Da müsst ihr einfach nur draufklicken und auf Abonnieren drücken. Und wenn ihr alle diese 3 Schritte befolgt habt, dann seid ihr automatisch beim Gewinnspiel dabei. Also Leute, ich wünsche euch noch frohe Weihnachten, genießt die Tage. Ich weiß nicht, wann das Video rauskommt, aber ich glaube am zweiten Weihnachtsfeiertag. Und danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.